Herzlich willkommen hier bei Temmo67 Gaming. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder Minecraft, Mimi, Minecraft Mittwoch. Mit Boost zuerst die Gäste, Ladies First, die bin Hallöchen. Hallöchen. Und den guten Schmersch, ich grüße dich. Schönen guten Abend. So, mir fällt auf, ich muss meine Aktien neu bauen. Meine kleinen Aktien bin ich abhanden gegangen. So, dann gleich mal neu bauen. So. Kurz mal gucken. Zack. So. Ja, was wollen wir heute machen? Hat der Schmelcher in der Zwischenzeit weitergebaut? Gar nichts gebaut. Was? Du Nichts hat er Schwächeln? gebaut. Ja, im Moment muss ich mal gucken. Geht bestimmt demnächst mal wieder weiter, aber ey, die letzte Woche sogar gar nichts weitergemacht. War ja relativ wenig, gehen also überhaupt wenig am PC. So eine Eisenaxt habe ich erstmal wieder. Sehr gut. So, was zu fressen habe ich? Letztes Mal bin ich ja gekrippelt, ne? Oh ja, stimmt. Ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt doch in meinem Inventar. Ich sehe aber nicht was. Irgendwas fehlt doch. Irgendwas. Naja, wird schon passen. Also, ich habe nur 14 Erde. Ich packe mir noch ein bisschen mehr noch mal ein und guck mal, was Otto so hat. Und ich glaube, Bifo hat neue Angebote. Glaube ich, Aber hin irgendwo. da. Aber hin. Irgendwas war da gewesen. Ich weiß aber nicht mal ganz genau. Vielleicht mal Okay, erstmal komme ich hier. heute mal Zack. Geld einpacken hier. Habe ich gekriegt? Klöpfe. Klöpfe. Zwei Stück Papaya. Nehmen wir natürlich mit, ist ja logisch. Ist doch lecker. Blauschleim setze ich. Wächst nur auf Schleimerde und Gras. Ja, hier, eine Presse hat er hier noch. Pflaumensaft hat er. Oh, Schokoriegel hat er. Ursprungsbaumsetzling, Zauberbaumsetzling. Da hier denn hier? Birnensaft hat er. Borsch hat er. Süßkartoffeln. Ja, gut, okay. Gucken wir mal auf der Karte, wo der gute Schmersch Ich muss ist. mal sehen, wie viel Geld ich mit habe. Komme ich nicht mehr raus. Warum ist meine Karte eigentlich so klein? Hä? Ich habe hier so eine kleine Karte. Hä? Ist ja merkwürdig. Warum ist meine Karte so klein? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Meine Karte ist total klein. Warte mal kurz. Können wir Verbindung trennen? Kann doch nicht sein. Das ist alles unbekanntes Land, was ich hier habe. Das geht ja gar nicht. Ach, hat mich schon über Minecraft-Server außen angemeldet. Darum. Ich bin aber auch ein Depp. Ja, jetzt sieht das wieder besser aus. Jetzt sieht das auch besser aus. Okay, so. Wo bin ich überhaupt? Ach, ich bin hier im Wirtshaus. Guck mal, was es im Wirtshaus gibt. Da waren wir ja lange nicht mehr. So im Wirtshaus. Guck mal, was hat ein Kaffee hier so? Kaffee sieht süß aus. Kaffee hat was zu fressen. Regenbogencurry. Chili-Schokolade hat sie. Spaghetti Bolognese. Glasierte Karotten. Paniertes Schweinefleisch. Gefüllte Paprika. Feurige Chili. Tacos. Zitronenhühnchen. Hört sich gut an. Hört sich gut an, was sie hier so hat. Finde ich gut. Aber ich suche den Nussknacker, die Anleitung, dass ich den weiter basteln kann. Was für ein Nussknacker? In Minecraft. Oh, hier gibt es heiße Schokolade zu kaufen. Im Oh. Wirtshaus. Da wir mal angefangen haben, wir mal hier noch hier draußen saßen, die ersten fast 100 Folgen. Und
Und dann Zwerg den Schmerschatz auf den Berg geschlagen, nicht unter dem Berg. Na, Ja. schon was gefunden bei ihm. Ist Ich habe aber mir den Ursprungsbaumsetzling gekauft. Keine Ahnung. ja, da Wollte ich brauchst du dann haben. aber Schleimboden zu, ne? Sonst wächst der nicht. Gibt es denn wenn man den neuen Server mal eines Tages anfangen, eine neue Welt, irgendwie so ein Weihnachtsmod? Nein, es gibt keine Weihnachtsmods. Ach, das ist ja blöd. So, mal gucken, dann brauchst du diese Schleimerde, was das da ist. Mal gucken, Ja. ob wir davon Ich noch glaube, was die habe ich haben. zu Hause. Ich Die hoffe. hast du zu Hause, Schmersch? Okay. Hast du Schleimerde? Glaube ja. Oh, Glaube bringen ja. Sie uns. Wieso? Die braucht er selber für seinen Setzling. Vielleicht will der gar kein Schleimbäumchen. Warum soll der Schmersch kein Schleimbäumchen wollen? Bitte schön. Weiß doch nicht. Interessant. Leimige Erde, ich glaube, das hatte ich. Ja. Mal gucken. Mal ein paar Setzlinge kurz mal holen. Ein paar Eichensetzlinge, was haben wir hier noch? Hier oben noch was? Zauberbaumsetzlinge haben wir noch vier Stück. Palisander. Dann verschöne ich erstmal so ein bisschen unsere Gegend hier wieder. Oh, heute irgendwas nochmal erkunden gehen irgendwo, wo wir noch nicht waren. Oh, Nicht können so wir alle auch. auf Ich gehe nur einmal. ganz kurz. Ich gehe nur ganz kurz auf die Schleiminsel, schauen, ob ich da die Schleimerde kriege. Und dann, ja. Ja, mal ein paar Bäume hier gepflanzt, mal gucken, wann die so wachsen. Gedenken zu tun. Dann schauen wir mal. Doch, aber irgendwas muss es geben als Weihnachtsmod. Es ist über Deko dann. Ja, das reicht doch schon. Dann Deko haben wir noch mit Weihnachtssachen. Ja, aber das müsste eigentlich noch mehr sein. Ist aber nicht mehr. Wenn, dann muss ich selber reinsetzen und mal so einen Mod mal programmieren. Das kann ich nicht. Ja, dann kommt wieder sowas raus. Den Stall müssen wir noch bauen, meine Güte. Das ist hier noch jetzt. Hier steht auch noch ein Weihnachtsbaum noch hinten im Garten rum, ne? Ja. Aber ich sag's ja nur, ne? Soll er da weg? Naja, Weihnachten ist ja eigentlich vorbei, ne? Wie viel von den Schleimerdeblöcken braucht man, um den Baum zu pflanzen? Reicht Dreimal einer drei, oder? nee, braucht glaube ich dreimal drei drumherum. Das heißt, drei hoch, drei breit. Oder drei lang, drei breit. Bin ich der Meinung. Okay. Ups, bin ich irgendwo hier reingefallen. Oh, toll. Bist du? Akazienholz, okay. Bist du hier? Mammutbaumsetzling, okay. Oh, es regnet. Da bin ich schon mal einmal draußen hier in der freien Natur und das Schiff. Ist doch ekelig. Das macht doch partout keinen Spaß, ey. Also, dann kann ich wenigstens eins machen. Dann gehe ich jetzt kurz nochmal rein.
presse vorher noch mal ein bisschen den Tofu. Genau, damit ich dann die Fallen wieder auffüllen kann, ne? Braucht der Schmerz noch ein paar Tierfallen oder sowas? Für da, wo er gerade baut, wohnt, macht, tut? Nö, nö, das passt schon. Ich habe ja hier noch eine stehen. Was hast du denn eine? Gut. Das läuft, das läuft. Das läuft, das läuft. Oh, das läuft. Dass alles so laufen würde. So, rein damit. Rein damit. Oh, da muss ich mich mal wieder in Ruhe dran begeben an den Nussknacker. Ich finde die Anleitung nicht. Die hätte man ja schon vorher vielleicht mal aufrufen können. Habe ich ja schon, aber habe ich sie nicht gefunden. Oh. So, ich kümmere mich jetzt erstmal um die Tierfallen. So, heute ist Mittwoch, der 18. glaube ich, ne? Ja, heute ist der 18. Ja. Genau. Temperaturen sind wieder etwas gefallen. Nase läuft. So, kurz hier machen. Im Harz haben sie schon Torfhaus schon richtig schön viel. Schneechaos? Ach ja, echt jetzt? Oh Gott. So, da ist noch eine Tierfalle. Ja, und in Würzburg soll ganz schlimm sein, sogar manche Buslinien fahren gar nicht. Das soll so richtig schön reinhauen. Jetzt muss hier hinten noch irgendwo noch eine sein. Hier. So, und dann? Wo ist denn die vierte Falle? Toll, jetzt laufen wir natürlich hier durch so einen blöden Pilz hier, ne? Ja, da wird mir immer gammelig, wenn ich da durchgehe, jetzt aber auch im echten Leben, ne? Das ist ekelig. Ja, ist es auch. So, das. Anne muss doch irgendwo hier gewesen sein, denke ich mal, oder? Muss ich jetzt wirklich immer so einen Baum hier umhauen, um das festzustellen? Also den Ursprungsbaum setzen kann man nicht auf Schleimerde pflanzen. Nee, den Ursprung. Also da geht glaube ich ein, da geht nur richtiger. Da geht glaube ich mal. Genau. Aber ich bringe euch mal ein bisschen blaue Schleimerde vorbei. Wenn ihr die braucht. Braucht ihr welche? Aber ja. Das weißt du doch gar nicht. Aber ja. Also wenn wir einen Schleimsetzling haben, dann brauchen wir Schleimerde. Wir haben noch Schleimerde. Ja? Ja. Also keine Schleimerde. Gut. Brauchen wir nicht. Danke. Oh, okay. Schüttet hier schon wieder. Gibt es frische Eier? Wir gucken ja gerade Herr der Ringe, die Filme. Und sind hier gerade beim zweiten Teil. Ja. Ich fühle mal, wenn der Arbeitgeber dich mal fragt, so nach dem Motto, wann ich zur Arbeit komme, zurück, ne? So ganz einfach nur sagen, erwartet mal, komm am fünften Tag bei Sonnenaufgang, schaut nach Osten. Was genau. Was sind denn Töften, ne? Tüften. Genau, was Töften. Was sind Töften, mein Schatz? Kartoffeln? Ja. Man kocht Gärtner. Sie, man stampft sie. Gollum, das ist ja auch eine miese Ratte, ne? Ja. Also dem würde ich hier jedes Mal einen auf die Nase hauen. Ja, sowas kann sie immer ganz gut. Ja, also. So. So, schönes Zuhause hier. Es schüttet draußen, es ist Nacht. Tiere füttern bringt jetzt auch nichts. Das ist ja doof. Was mache ich jetzt? Voll lauter Schreck. Ich glaube, ich gehe mal kurz in die Küche rüber. Weil Küche ist nicht schlimm.
Bienenlarven haben wir 13 Stacks von. Das soll, glaube ich, sogar Speckersatz für irgendwas. Mal gucken, wie die Kisten hier gerade so voll laufen. Und hier noch ein paar Anzeigen bei uns, so ein Füllstandsanzeigen. Das könnte ja mal nicht verkehrt sein, vielleicht, oder? Mal gucken, was man dafür braucht. Also ich habe letztes Mal nach dem Stream mal geguckt, gibt es so eine Art Wasserpumpe, wo du unendlich viel Wasser pumpen kannst. Für den Dampfdynamo, sage ich mal. Aber für Lava habe ich nicht gefunden. Da habe ich wohl doch irgendwas übersehen mit dem Mod, was man noch bräuchte. Aber gut, der wird jetzt auch nicht mehr nachinstalliert. Das glaube ich, das ist ja, das muss ja nicht sein. Bevor denn das noch irgendwas dann kaputt machen würde, dann. Weil es gibt ja Rohre, die saugen Sachen an. Aber ich weiß nicht, ob die Lava ansaugen können. Das weiß ich nicht. Aber dieser Mod, dieser Thermal Foundation, der ist klasse. Nur diese automatisierte, halbautomatisierte Werkbank, das ist genial. Das macht Spaß. Also Herr der Ringe ist richtig, finde ich gerne. In einem Monat geht PK. Picard dritte Staffel. Eventuell kommt noch eine vierte, habe ich gelesen. Echt? Ah, okay. Ja. Und die Zeit möchte ich mal auf Arbeit so zu lesen. Kriegt auch auf mein Smartphone mitgeteilt. Müssen natürlich die Sachen gemeldet sein. So. Ah, wie schön. Wir brauchen jetzt Redstone-Fackeln, Quarz und Stein. Weihnachten. Smash, magst du auch so gerne Weihnachten? Ja, leider schon wieder ist vorbei. Ja, leider. Ist ja bald schon wieder, Mensch. Ja, Genau. Witzbold. Ist so Witzbold. Ist bald wieder so weit. Ja. Weil er sagt, ist so weit und da ist nichts. Toll. Weihnachten ist die schönste Zeit. Ja, die Weihnachtszeit ist wirklich schön, das stimmt voll. So, jetzt. Dann mal gucken, was wir dann machen wollen, wo wir losdackeln wollen. In das hier welche Gegend. Das ist ein hellgrüner Teppich, aber noch gar nicht. Teppich, Teppich, Teppich. Hier ist Wolle, 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 Wolle. Farbstoff, Farbstoff. Ich pack mal den Teppich mal nach oben hoch. Wenn jetzt noch ein Luder Ich hätten, werde ich könnte man wohl nie Teppich. los, ey. Ach, da geht schon wieder. Irgendwann geht er schon wieder weg. Am Rande. Irgendwann geht er weg. So, Redstone. Fackel. Habe ich 46 Stacks Redstone? Ich glaube, ich mache einen Redstone-Verleih auf. Ne? Stöcke habe ich 2 Stacks. Machen wir uns erstmal Redstone-Fackeln verrückt. Haben wir. Quarz. Jetzt quarzen wir erstmal ordentlich rum. Kann man aus einem Quarzblock, kriegt man da dann wieder die Quarzstücke raus oder geht das nicht? Geht gar nicht, das ist ja doof. Ich brauche normalen Quarz. Brauche normalen Quarz. Wie haben wir denn davon? Ja, ich muss wohl dann nochmal heute vielleicht nochmal ein Messer gehen oder unten in den einen Dungeon, der gesäubert wurde, und da noch ein bisschen Quarz abbauen. Ja. Das war der Blumeninsel, ne? Da waren Ja, wir bei der ja, genau. Blumeninsel, genau. Blumen. So, jetzt bauen wir noch mal ein paar Komparatoren hier. So.
Genau, die wollen wir bauen. Brauchen das, brauchen das und wir brauchen das. Und er legt los. Ach, das ist genial. Und dann flitzt sie hier durch die Röhren hier durch, wie verrückt. Jetzt gucken wir es mal nach der Energie. Gut, hier. Dann gehe ich kurz mal runter und hol mal neue Lava. Ich habe ja auch letzte Woche hier unten mich auch noch ein bisschen gütlich getan. An guter Schisselarbeit. Das wird den Schmerz bestimmt erfreuen, dass alles so schön ordentlich ist, auf der ersten Etage mittlerweile geworden ist. Da kommt er bestimmt mal vorbei. Gedoppelt. So. Auf dem Weg. So, dreimal Lava mitgenommen. Das ist gut. So. Du, 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 du. Also so ein Schacht ist eindeutig besser als die Treppe. Vor allem geht es schneller. Ja, auf jeden Fall. Da oben turnt er rum. Geht zurück, genau, ist das schön. So. Dann füllen wir das gute Gerät hier doch mal. Hallo? Kann gerade nichts machen. Okay, also drei Eimer passen also immer gut rein. Das ist gut, kann man sich merken. Kann man wohl auf den Straußen reiten? Weiß ich nicht. Probier's doch mal. Unter Umständen was. Ach, Herr Schmersch, kommen Sie mal mit. Ich zeige Ihnen das mal. Wenn Sie das sehen möchten. Ja, ja. Aber im echten Leben kann man die reiten, ne? Ja. Aber die kannst du nicht so dressieren. Ups, ich bin zu weit. Nee, ich bin hier richtig. Da, 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 da. So, schauen Sie mal hier, alles hier ordentlich schon, ne? Ah, da geht einem doch das Herz auf. Ja, wird doch demnächst noch ein bisschen weitergearbeitet hier überall, ne? Ja, ja, ja. Ja, so als Schlüsselbeauftragter kann ich das nur begrüßen. Ja, dann bin ich ja zufrieden. Ist also abgenommen, ja? Alles abgenommen. Ja, 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 ja. Passt. Kannst du ehrlich gesagt mit den Schüsseln machen, das ist irre. Auch mit diesen Schüsseln, bitte ganz klein. Physibus arbeiten, was ja Strafarbeit ist oder sowas, ne? Und sagt, hier werde ich irgendwann ein bisschen hier noch weiterbauen. Das machen die Netherwarzen, die wachsen gut. Gleich wieder mitnehmen, die brauchen ja für Tränke, falls wir in den Nether gehen, wollen wir nicht verbrennen, ne? Nether, ich weiß nicht, ob es euch mal in den Nether zieht. Ja, man braucht mal ein paar Sachen mal, ne? Ja. So, dann gehen wir hier wieder runter. Zack. Schmeißen wir die hier rein, sind sie weg. Ist schon toll, ne? Schön geworden. Der geheimnisvolle Portal. Da sind wir in diesem Quader ja gespawnt. Jetzt auch irgendwann mal weiterbauen, mit ganz viel Steinen eine Festung erstmal bauen. Aber nicht heute, oder? Ja. Hey, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. Seid ihr kuriert? Nein. So. So, genug Energie haben wir hier noch. Oh, der haut hier aber ordentlich rein. Das ist gut.
Das wäre ein ordentliches Lagerhaus und Werkstatt, ne? Alles rein, ne? Ja, man, das ist echt, man unterschätzt das dann anfangs manchmal, schauen wir doch noch. Also diese, was ist doch die Menge an Items und Ja. wie viel Platz man dann doch so braucht und Wahnsinn. Richtig. Das ist wohl wahr. Aber sieht doch schon ganz gut aus. Können wir uns nicht Finde ich auch. beklagen. Rüstung hier. Zaubertür. 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 Kann ich ja auch bauen. Eine Zaubertür. Eine Zaubertür. Eine Geheimtür. So. Okay, das ist alles jetzt hier weg. Dann kann ich die Sachen hier wieder reinschmeißen. Zack, zack. Müssen wir ganz viele Komparatoren hier bekommen haben, ne? So, gucken wir mal. Komparatoren. Oh, einen kompletten Set Komparatoren. Alte bombastisch. Ach, hier. Oh, jetzt wird die Werkstatt inspiziert vom Zwerg. Oha. Königsdisziplin. Ich finde die Zwerge in Hobbit so klasse. Der Smash, die benehmen sie so schön daneben, Ja, ne? herrlich, das ist das Beste sowieso. Aber sie waschen ab, das ist gut. Ja, Das ist das ist mal nett. ist etwas. So, ich brauche jetzt Redstone, Stöcker. Okay, machen wir erstmal Stöcker. Wenn sie auch die Ecken leer fressen? Also, sie lassen ja nichts da. Also, Nee, da die wird ja lassen. alles bis zum letzten Krümel weggemappelt, aber gut. Ja, nun. Und der dicke Bombo, der kullert immer so schön, ne? So, willst du Ja. mal diese tollen Werkbänke mal sehen? Schmersch? Ja. Das ist genial. Ja, Da das musst du ist. hier vorne vorklicken, sieht aus wie eine Werkbank. Das Rezept oben rausnehmen, was du nicht mal brauchst. Dann machst du ganz einfach das Rezept, was du haben willst. Packst die Zutaten halt hier rein. Los. Wie ist es Ist beim er. Rechten, ne? Dann sagst du einloggen. Und dann arbeitet das ganz allein und die Stöcker fliegen da durch die Reihen durch. Guck's dir an. Krass. Wahnsinn, oder? Gibst du nur Ich das finde auch Rezept schön, ein, wie der. was? Genau, erzähl. Ich finde es auch schön, wie hier da die das also animiert ist ja, ne? Dass er so eine so ein. Genau. Oh, toll. Blub, blub, blub. Ah, die Dinger sind auch echt schnell, ne? Die Pipes hier, Sind die meine Fresse. schnellsten. Wupp, 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 wupp. Da bei diesen Du kannst. halbautomatischen Werkbänken, da stellst du das Rezept ein, nur Zutaten, dann klickst du den grünen Haken und dann baut er alleine weiter. Brauchst du dich gar nicht drum kümmern. Na ja, wirklich perfekt für größere Projekte. Dann sagst du, ich brauche jetzt echt irre viele. Wie ihr hier, ne? So Stufen oder Genau. Ziegel und dann Peng, 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 der haut's raus und du kannst in der Zwischenzeit was anderes machen. Genau, nur zu der Zeit Perfekt. hatten wir die noch nicht gehabt, leider. Nee. Ja, genau. Wahnsinn. Ja, die Animationen sind echt geil gemacht, ne? Dass das hier alles hier so durchläuft und ist auch schon fertig. Zack. So schnell, ne? Wahnsinn. Aber ich muss Überlegen. Geld verdienen gehen, dass ich mir Schokolade kaufen Ich kann. meine, wenn es per Hand machst, bist du halt schneller, aber das hat doch irgendwie was, ne? Du kannst die ganze, dazwischen kannst du was anderes machen. Ja, eben. Du schmeißt das Ding an, lässt es arbeiten, machst nebenbei was anderes. Aber es ist halt schon auch interessant, dass du dann einfach sagst, okay, ich suche mir nur das Rezept aus, knall die Zutaten rein und dann der Rest geht von Genau. alleine. Also das hat schon einen gewissen Charme. Ich finde es gut. Ja. Brauchen wir so eine Upgrade-Schablone? Die braucht man, glaube ich. Mal kurz mal gucken. Genau, dazu brauchen wir immer ein Standardschubfach und Stecker. Standardschubfach. So, das heißt, Truhen. Jetzt brauchen wir mal ein paar Truhen, würde ich mal sagen. Standardschubfächer. So, machen wir gleich mal wieder weiter.
Dieses System ist echt klasse. Das ist. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Schubfächer. Patronen. Wir müssen Patronen haben. Können wir. Ist ja schon fertig hier, was? Mit 26 Truhen. Nicht schlecht. Okay, hat er fertig gemacht. So. Nochmal hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack. Eine Truhe in der Mitte. Und Start. Auf jeden Fall sind diese Werkbänke genial. Also Ah, das stimmt. jetzt zuhauf ganz viel machen muss, knallst du das Ding da voll und lässt das Ding arbeiten. Wenn du so Ziegelsteinstufen brauchst fürs Dach oder so, dann lässt du ihn arbeiten. Richtig.